Hallo, Bosch hatte uns im letzten Jahr auf der Eurobike das neue Neon gezeigt. Der All-in-One-Computer sollte Anfang diesen Jahres kommen, blieb allerdings bis heute aus. Heute haben wir das erste Set bekommen und zeigen euch einmal die Funktionen, was der sogenannte All-in-One-Computer von Bosch so alles kann. Zum einen ist natürlich die Navigation, die gerade für den Tourenradfahrer im Vordergrund steht. Ich kann also hier mit einer Navigation und Sprachansage von A nach B kommen und dabei noch andere Informationen nutzen, wie Sehenswürdigkeiten, die schönste Tour, die kürzeste Tour etc. pp. Daneben gibt es Optionen, wie bisher auch schon bekannt. Der USB-Anschluss ist wieder vorhanden zum Aufladen von Smartphones oder anderen Geräten und natürlich dient er auch als Verbindung zum heimischen PC. Am heimischen PC mache ich auch die Routenauswertung oder Routenplanung und das zeigen wir gleich nochmal im Detail. Während der Fahrt stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur Fitnessauswertung oder auch zur Anzeige des Motorensystems bereit. Das sind verschiedene schön aufbereitete grafische Darstellungen mit unterschiedlichen Messwerten, die mir angezeigt werden. Wir haben das System hier mal an einem Moustache Titanium FS 27.9 verbaut und zeigen euch auch nachher mal ein paar Fahraufnahmen, was so in der Realität dann angezeigt wird. Wenn wir das System starten, fällt uns auf, dass das Neon relativ lange braucht zum Starten, nämlich ungefähr 28 Sekunden. Wir haben es hier mal beschleunigt. Erst dann steht alles zur Abfahrt bereit. Das ist in unseren Augen aktuell noch ein bisschen sehr viel. Ich sollte zu Anfang eine Verbindung mit dem Smartphone herstellen, was wie gesagt aber bei Apple momentan noch nicht möglich ist. Die App erscheint erst Ende des Jahres und bei Android ist sie aktuell schon vorhanden. Wenn ich dann die Desktop-Anwendung starte, mit der ich hier viele Grundeinstellungen und nachher auch die Routenplanung vornehmen kann, habe ich am Neon selbst und am Desktop ähnliche Ansichten und Funktionen. Links sehen wir das Navigationsmenü, auch das ist identisch mit dem Neon und ich kann hier durch Switchen nach rechts einfach immer in Untermenüs reinspringen, die dann die jeweilige Anzeige ändern. Aktivitäten sehen wir hier keine, wegen der eben bemängelten nicht vorhandenen iPhone-App. Erst wenn diese besteht, werden aufgezeichnete Touren, also die wir hier schon gefahren haben, auch wirklich dann hier eingespeist. Das scheitert hier noch und bei der Navigation haben wir natürlich dann nachher verschiedene Funktionen. Wir können also vorweg gesagt hier auch noch die Einstellung am Dashboard, also die Fitnessanzeige und die Ride-Anzeige, die können wir uns konfigurieren. Was soll da angezeigt werden? Große Bildchen, kleine Bildchen und beim Übertragen wird das dann wieder nachher automatisch synchronisiert. Sehen wir also hier diese kleinen Bildchen. Hier sehen wir jetzt einmal die Ride-Anzeige. Je dicker der Balken, umso höher ist die Motorleistung eingestellt, in dem Fall Turbo. Und der graue Balken, der oben mit nach oben geht, das ist die Eigenleistung. Blau ist unten die Motorleistung. Wenn wir in die Navigation reinspringen, bis 20 Kilometer können wir navigieren. Dafür brauchen wir GPS, was bei Neon sehr, sehr lange dauert, auch unter freiem Himmel, bis das System mal die entsprechenden Satelliten gefunden hat. Ich kann verschiedene Navigationsadressen, eine Heimatadresse, eine Arbeitsadresse anlegen und mir speichern und gebe dann hier meine Zielroute ein. Das geht bis 20 Kilometer, wie eben erwähnt, kostenfrei. Oben drüber brauche ich die Premium-App, die ich dann bezahlen muss. Ich habe die Möglichkeiten zu wählen zwischen schnell, schön und kurz am Desktop oder am Neon, das ist egal. Ich kann mir Sehenswürdigkeiten anzeigen lassen, besondere Orte. Und wenn ich die speichere, dann wird das am Neon unter den gespeicherten Orten auch wiederum synchronisiert. Ein Klick auf Navigation starten und man ist einsatzbereit. Was auffällt, ist die relativ schlechte Navigationsfunktion momentan wohl noch. Das System weist einen Wege und mittendrin soll man auf einmal umdrehen, weil man angeblich falsch ist. Die Anzeige an sich ist relativ schön und übersichtlich gemacht, aber die Qualität der Technik, die lässt hier noch zu wünschen übrig. Hier haben wir es mal provoziert und sind rechts abgebogen statt links. Man sieht, das System aktualisiert relativ schnell, aber oftmals soll man erst nach einem Kilometer rumdrehen,
was mit dem Fahrrad doch deutlich schneller gehen sollte auf der Straße, auf der Autobahn. Mit dem Auto könnte man das noch nachvollziehen. Was auch nicht ganz so schön gelöst ist, ist die Zoom-Funktion. Hier wünschen wir uns, dass man mit Plus und Minus in diesem Untermenü einfach hoch oder runter switchen kann. In dem Fall muss man immer komplett auszoomen, um am Ende dann wieder einzoomen zu können. Die Fitnessanzeige, auch die ist sehr, sehr schön gemacht. Hier habe ich zum Beispiel eine aktuelle Wattleistung, die ich trete aus meinen eigenen Beinen heraus. Hatten wir ja schon gesagt, die kann man anpassen. Und hier habe ich verschiedene Anzeigemöglichkeiten, welche Werte für mich persönlich sehr, sehr relevant sind. Mit der Home-Taste am Remote kann ich zwischen vorprogrammierten Bildschirmen hin und her springen, sodass ich immer diese wichtigen Funktionen, die ich haben möchte, gleich im Auge habe. Gehe ich mit dem Joystick einmal nach links, komme ich in die Menüzeile und kann hier direkt in eine Anzeige springen. Unter anderem die Verbindung für Wi-Fi oder für Bluetooth, zum Smartphone also oder zum Herzfrequenzgurt. Und links geht es dann wie gesagt weiter mit der Ride-Anzeige oder anderen Möglichkeiten. Am Bike selbst kann ich den Radumfang ändern und in der Landesanstellung das auf meinen jeweiligen Ort anpassen. Bei der Navigation habe ich die Möglichkeit, mir verschiedene Länder runterzuladen oder auch Teile davon. So eine Karte hat dann 200-300 MB. In der Regel werde ich also nicht mehr als drei dieser Karten auf dem NEOM gleichzeitig haben können. Das ist kostenfrei übrigens. Wie gesagt, nur diese Navigationsfunktion über 20 Kilometer, die kostet dann Geld. Ich kann die Karten da löschen und auch hier die Anzeigen ändern. Helligkeit kann ich noch anpassen, das ist klar. Habe auch einen Lichtsensor drin, der dann zwischen Tag und Nacht oder Tunneldurchfahrten automatisch wechselt. Oder ich nehme eine feste Einstellung vor. Bei MyNEON kann ich noch das System updaten oder per Home-Taste definieren, wohin mein System switcht, wenn ich die Karte, den Knopf andrücke. Und ich kann natürlich alles löschen. Oder kann mir im Endeffekt hier noch ein paar Hilfestellungen holen oder auch ein Produktdemo laufen lassen, mit dem mir das System einfach nochmal ein bisschen plausibler dargestellt wird. So, ich hoffe, ihr konntet ein paar Einblicke in das neue NEON gewinnen. Im Übrigen heißt es nicht, wie oftmals im Internet zitiert, NEON oder NEON. Es ist wirklich ein NEON. Wenn euch das Video gefällt, dann teilt es bitte. Oder schaut in unsere Liste der anderen Videos, da haben wir noch viele andere technische Anregungen. Das NEON an sich kommt bei vielen Herstellern nächstes Jahr verstärkt in den Markt. Aktuell sind es ungefähr 15 Marken. Highbike, Moustache kommt demnächst dazu, Track, Sinus. Also von daher gibt es da demnächst viel Angebot an diesen Systemen. Wer es braucht, schlägt zu. Der andere spart rund 250 € an Aufpreis, die es gegenüber einem normalen Intuvia-System kostet.